Der Rennsteiglauf, Europas größter Crosslauf. Wir befinden uns, es ist 5.15 Uhr in der Früh am Sonnabendmorgen und wir stehen hier in Eisenach und zwar bei den ganz harten Hunden. Hier wird nicht 5 Kilometer gelaufen, hier wird nicht gewandert. Die Jungs und Mädels, die hier starten in Eisenach, die laufen satte 72,7 Kilometer. Also sie starten um 6 und der erste wird in 5-6 Stunden im Ziel sein. Die anderen brauchen entsprechend länger. Und wir gucken mal, ob... Also es ist eine Ruhe hier, ja. Es ist, alle konzentrieren sich. Man spürt auch vielleicht so ein bisschen Anspannung. Und ich will doch mal wissen, ob das stimmt. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie fühlen Sie sich denn? Ja, gut heute. Gut geschlafen? Ja, sehr gut. Ja, das Wetter macht nicht so ganz mit, aber wir hoffen trotzdem, dass es gut wird. Sie kommen woher? In der Nähe von Ulm, also von der Schwäbischen Alb. Da hat es auch ein paar Berge und Hügel, von daher ist das Gelände nicht ganz neu. Was macht so ein Extremläufer im Beruf, im normalen Leben? Ich bin Banker. Ah. Also von daher ist es ein guter Ausgleich, wenn man sich ein bisschen sportlich betätigt. Guten Morgen. Sollen wir beim Essen ein bisschen stören, beim Frühstück? Ja, das noch. Ja, wird nochmal Batterie geladen. Ja. Ja, klar. Was sonst? Was soll ich machen in der halben Stunde noch? Da esse ich lieber noch was. Man weiß nicht, wie der Tag wird. Ob nachher noch was reinpasst. Gibt es das, dass man dann irgendwann sagt, nur noch laufen, ich kann nichts mehr essen? Bei mir nicht. Nee, geht's. Es wird sicherlich viele geben, die jetzt schon keinen Hunger mehr haben, aber ich habe den ganzen Tag Hunger. Ich freue mich schon auf die Wiener Wurst an der Ebertswiese. Wir wollen mal wissen, was denn so ein Langstreckenläufer im normalen Leben macht. Im Außendienst. Aha. In, so sehr schön. Welche Branche? Medizintechnik. Mhm. Und dann sagen sie sich, Laufen ist gesund, das mache ich gleich mit. Genau, das ist ein guter Ausgleich zum Autofahren, dann Laufen. Das ist ganz gut, ja. Welche Zeit? Sie sind sehr, sehr, sehr sportlich aus. Welche Zeit wird denn heute so angepeilt? Der erste ist, was ich über Marathon laufe, kann ich schwer was sagen. Also ich habe mir unter 6 Stunden habe ich schon vor. Mal schauen, ob es klappt. Schauen wir mal. Das ist schon sehr, sehr schnell. Ja, aber wie gesagt, ich kann es überhaupt schon beurteilen durch die Berge und vor allem die Streckenlänge. Aber ohne Ziel soll man eh nirgends sind. Und mein erstes Ziel ist mal gut durchkommen und dann, wenn es klappt, unter 6 Stunden. Wäre ganz gut, ja. So, endlich Frauen. Frauen gefunden, 2 Stück. Die sich dieses Abenteuer stürzen. Hallo. Hallo. Hallo, wo sind Sie her? Aus Berlin sind wir. Und machen den heute das erste Mal mit? Ja, ja? Ja, heute das erste Mal. Mhm. Letztes Jahr war ich Marathon. Mhm. Und dieses Jahr die langen. Extra trainiert dafür? Ja, man bemüht sich ja. Naja. Hätte vielleicht mehr sein können, aber schauen wir mal. Wie kommt man dazu, so einen Langkanten freiwillig zu laufen? Ich meine, andere nehmen dafür ein Auto, ne? Wenn man dazu kommt, weil wir in einer Zeit leben, wo man alles bequem hat. Man kauft sich den Luxus, man fährt Auto, man geht ins Kino. Und hier muss man es halt selber machen. Und ich denke, das ist ein Luxus, selbst wenn er auf den ersten Blick hart klingt, der doch was Schönes ist. Startnummer 547? Ja. Was hat es zu bedeuten? Einfach nur so, ich habe mich halt zeitig angemeldet im Dezember und dann ging es los, habe ich 547 bekommen. Hat nichts, sondern man kriegt ja zugeteilt. Man kann es ja nicht beeinflussen. Also es geht jetzt nicht so nach Ranglisten, wer ganz schnell ist, steht vorne? Nein, der hat sich zuerst anmeldet da. Also besser, die ersten 100 werden natürlich an die Topläufer vergeben, aber dann kommt, wer sich zuerst anmeldet. Und was ist der besondere Reiz? Also die, wo die kommt der Leute, Kick? Ja. Die vielen Leute, die Strecke durch den Wald und danach in Schmiedefeld die Party. Also ich meine, jeden sagen, die Party ist das Beste, was es gibt hier. Der 33. Gutsmuts-Rennsteiglauf wird um 6 Uhr gestartet, der TEAC Supermarathon. Und dann ist es soweit. Beim TEAC Supermarathon, der Königsdisziplin des Rennsteiglaufes, sind 1677 Läufer am Start. Ihr Ziel ist Schmiedefeld. Und wie gesagt, bis dahin sind es genau 72,7 Kilometer. Noch vor wenigen Jahren wurde der Rennsteiglauf von den Läufern und Läuferinnen aus den neuen Bundesländern dominiert. Mittlerweile kommt man aus ganz Deutschland. Sehr viele sind aus Nordrhein-Westfalen. Und der Rennsteiglauf wird internationaler. Läufer aus 22 Ländern, darunter Japaner und Amerikaner, waren am Start. Die erste große Hürde ist der große Inselsberg, Kilometer 25,5. In einem steilen 3 Kilometer langen Anstieg ging es hinauf auf 960 Meter. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Wer hier vorne lag, blieb es bis zum Schluss. Startnummer 1485, Helmut Peters aus Schleiden in der Eifel. Er wird am Ende gewinnen.
Startnummer 1286, Jörg Plätzke aus Berlin. In Schmiedefeld wird er als Dritter einlaufen. Die ersten denken ans Aufhören, bloß locker bleiben. Der Gedanke, dass schon ein Drittel der Strecke weg ist, motiviert. Und es geht einen Kilometer bergab. Nahe der Eberswiese Kilometer 37,4 laufen die Wanderer von Schnepfenthal mit auf der Strecke. Überholen macht Spaß und das Anfeuern und Klatschen sowieso. Dennoch, für viele kommt hier ein Einbruch. Nicht körperlich, eher mental. Jetzt am Inselsberg bis hierher. War wahrscheinlich zu schnell angegangen, es ist ziemlich sperrig zum Inselsberg. Jetzt ist die Kraft aus den Beinen raus. So die Krise überwinden, geht es vielleicht weiter. Schon was gegessen, schon was getrunken? Ja, Schleim, Banane, Apfel, alles. Mineralwasser. Jetzt kommt die große Verpflegungsstelle auf der Hälfte. Kommen wir noch ein bisschen essen. Versuchen die Krise überwinden, dass es dann weitergeht. Wie viele Kilometer haben Sie jetzt noch vor sich? Genau die Hälfte, sind 37 noch. Wie lässt sich so heute wandern? Wunderbar. Ich bin begeistert. Ich bin das erste Mal dabei, aber wunderbar. Autodidakt. Ja, prima, danke. Wie viele Kilometer wandern Sie heute? 35. Ja. Wie viele haben Sie schon weg? Ich schätze mal 20 oder so in der Dreh, weiß ich nicht. Ich mache einfach hinterher. Es ist gegen 10 Uhr, Kilometer 55. Versorgungsstelle Grenzadler am Oberhofer Biathlonstadion. Die Läufer sind jetzt im Kerngebiet des Rennsteiges. Die Strecke bleibt so ziemlich auf 850 Meter Höhe. Es läuft sich anstrengend angenehm. Noch ein Drittel der Gesamtstrecke bis zum Ziel. Helmut Peters aus Schleiden in der Eifel und die Jenerin Heidrun Pecker haben den Supermarathon beim 33. Rennsteiglauf gewonnen. Die Vorjahressiegerin benötigte für die 72,7 Kilometer lange Strecke 6 Stunden und 6 Minuten. Das ist jetzt der Doktor, an den man sich vertrauensvoll wenden muss, wenn nichts mehr geht draußen. War es schlimm heute? Es war schlimm heute, ja. Wir haben also gegenüber letzten Jahren erheblich mehr Leute da gehabt. Der Halbmarathon macht uns echt zu schaffen, muss ich sagen, weil viele den wahrscheinlich laufen, ohne dass sie vorbereitet sind. Wir haben also jetzt schon weit über 100 Patienten gehabt. Vorhin haben unsere Behandlungsplätze nicht ausgereicht. Also es ist schon straff gewesen gegenüber den Vorjahren. Also sind doch viele, die einfach sagen, ich gehe die 20, die schaffe ich und schaffen es dann nicht so richtig. Ganz genau. Werner Brunstorm aus Neubrandenburg. Wir begrüßen Daniel Walli. Unter 6 Stunden, habe ich das jetzt richtig gehört? Das ist doch eine super Zeit, oder? Super, genau das, was ich vorgehabt habe, unter 6 Stunden zu bleiben. Für den ersten Ultra bin bombig zufrieden, vor allem, wenn man die letzten 7 Kilometer sieht, ja, liebe Wanderer, wo ich Krämpfe gekriegt habe. Herzlich willkommen. Ah, ist Wahnsinn. Die letzten 4 Kilometer, zum Glück ging es nur noch bergab. Und die Wanderer, was da unterwegs waren, die haben wir noch richtig nach vorne gepusht. Wahnsinn. Und bei dir, du warst auch sehr gut unterwegs. Ja, war zufrieden. Ich glaube 5,58 oder so. Also wirklich. Doch, zufrieden, ja. Und wie hast du es so empfunden, subjektiv, von dir? Also ganz arg, von der Landschaft her, ist wunderschön hier. Also der Wald und die Landschaft ist echt wunderschön. Aber auch die Organisation, die Leute an die Verpflegungsstelle hin immer angefeuert und gute Versorgung, es hat alles gegeben. Und jetzt dann auch am Schluss die Wanderer und so, es hat echt Spaß gemacht. Also doch. Wahrscheinlich wäre ohne die Leute an der Strecke ein paar Minuten langsamer gewesen. Ist das so, dass man dann sich ein nächstes Ziel wieder schaffen muss, damit man wieder motiviert ist, was zu machen? Ja, schon. Also ich halt, wie gesagt, jetzt meistens nach so Läufen immer in einem Motivationsloch und dann braucht wieder ein bisschen, damit ihr Lust habt zum Laufen, aber jetzt langt es aber eine Weile. Also ich sage an euch ein Riesenkompliment, wir sind ja die ganze Strecke mit dem Auto gefahren, das hat mich schon angestrengt und jetzt hat das alles gelaufen, super. Dankeschön. Tschüss.